Der politische Direktor des Auswärtigen Amts, Andreas Michaelis, hat am 9. und 10. Februar Minsk besucht. Auf dem Programm standen Gespräche mit Außenminister Makey und der stellvertretenden Außenministerin Gubtschina. Die belarussischen Behörden erwarten gegenwärtig einen Ausbau der Beziehungen zu Deutschland. Dies gilt besonders mit Blick auf das belarussische Handelsdefizit von rund 300 Millionen Dollar und einen Abschwung im Handel mit Deutschland um 40%. Ebenso wurde den Verlautbarungen nach auch die Belarus-EU-Beziehungen besprochen. Vorherrschend ist hier aktuell die Frage des Fortbestandes der EU-Sanktionen, über die voraussichtlich in Kürze entschieden werden wird. Die Reise des politischen Direktors Michaelis scheint dabei nur der Beginn einer Reihe von hochrangigen Gästen aus Deutschland zu sein, die Belarus 2016 besuchen wollen. In dieser Hinsicht hat sich Außenminister Makey in dieser Woche auch mit dem Leiter der Adenauer-Stiftung Belarus, Wolfgang Sender, getroffen, um bilaterale Fragen zu erörtern. Der östliche Vektor der belarussischen Außenpolitik gab in den letzten Tagen Hoffnung auf eine Linderung der gegenwärtigen Wirtschaftskrise in Belarus. Präsident Lukaschenko zeigte sich nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zuversichtlich zur weiteren Zusammenarbeit. Lukaschenko zufolge hätten ihm die höchsten russischen Vertreter zugesichert, dass Russland die belarussische Wirtschaft weiter unterstützen würde, egal wie schwierig die wirtschaftliche Lage in Russland auch sei. Der andere östliche Partner von Belarus, China, spielt nunmehr ebenfalls eine wichtige Rolle für die belarussische Wirtschaft. Kürzlich hatte China die Zusage für einen Kredit über 7 Milliarden US-Dollar bestätigt. Präsident Lukaschenko hat nun seine Regierung aufgefordert, die Planungen für die Nutzung des Kredits zu beschleunigen. Volha Kotova für Adenauer Stiftung Belarus.